Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser und Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal sehen, was daraus jetzt wird. Der ein oder andere wird sich wundern: Hä, wieso, warum, weshalb, was macht der denn da? Warum Flugzeug im Hintergrund? Ja, die CCs, also wir, haben die ersten beiden Battle Pass-Fahrzeuge aus der aktuellen Season Test Drive, nee, nicht Test Drive, Field Testing heißt die aktuelle Season, bekommen. Unter anderem eben auch die BV-155B1. Das andere Ding ist eben das kleine Boot, was eigentlich so keinen interessieren sollte. Aber die BV-155B1 sollte eigentlich interessieren. Ich habe ja in der Zusammenfassung der DevBlocks in dem Video gesagt, dass ich tatsächlich die BV-155B1 interessant finde. Ich finde das Design sehr spannend. Allerdings, ja, bekommt man auch schon so ein bisschen einen kleinen Dämpfer. Ihr wisst, ich sag über Flieger nicht besonders viel. Ich zeige sie euch jetzt trotzdem, damit ihr sie auch mal vorher schon in Action seht. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die damit deutlich besser umgehen können als ich. Ja, also ihr werdet mich hier gleich absolut scheitern sehen. Das wird einfach so sein. Ihr kennt mich, beim Fliegen bin ich die absolute, ja, wirklich die absolute Niete, aber trotzdem möchte ich euch das Ding einfach zeigen. Was haben wir hier? Ihr habt einen Premium-Flieger, Battle Rating 3.7, das ist auch, finde ich, noch, glaube ich, okay. Wir haben eine Wendezeit von 17,2 Sekunden, eine Höchstgeschwindigkeit von 695 Metern auf 15.500 Meter. Gut, so hoch fliegt keiner von uns, ja, oder generell. Die Kämpfe finden deutlich weiter unten statt. Was aber tatsächlich glaube ich, und ich hoffe, dass ihr mir da recht gebt, für so einen Jäger, der für große Höhen konzipiert wurde, und der auch in großen Höhen Bomber, abfangen sollte, tatsächlich ziemlich schlecht zu sein scheint, sind die 13,8 Meter pro Sekunde Steigrate. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist eher so semi-gut. Beziehungsweise eigentlich relativ schlecht. Ich weiß nicht, wie es auf 3.7 ist, aber ja, wir gucken einfach mal, wir gehen mal in die Runden rein und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Gucken wir mal. So, in der Runde drin, wir haben Abfangjäger. Spawn, wir machen mal hier, was nehmen wir denn hier mal? Ich glaube Allzweck, und für die 30 mm nehmen wir auch mal Allzweckmunition. Wir machen mal 20 Minuten, so lange überleben wir zwar nicht, aber das ist egal. Glücklicherweise hat das Ding einen Abfangjäger-Spawn. Aber 5 Kilometer hinterm eigenen Airfield ist auch geil. Ja, da fliegen wir jetzt mal hin. So, rollratenmäßig war ja irgendwie von Gaijin angegeben, die Rollrate von dem Flieger ist nicht so gut. Ich habe mir schon sagen lassen, Grüße gehen hier raus an Zeus Broken, soll man lieber das Rollen mit dem Querruder einleiten, dann geht es deutlich schneller. Mal gucken bei der Steigrate, wie lange man die ziehen kann. Also bei 10 Grad Steigrate ist schon Schluss, was die Beschleunigung angeht im Notbetrieb, beziehungsweise im WEP, wie es ja auch bei einigen heißt. Ich habe jetzt nicht die manuelle Motorsteuerung. Es kann sein, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann bei der manuellen Motorsteuerung. Ich gehe einfach mal stark davon aus, kann es jetzt aber nicht genau sagen, deswegen schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Da unten ist schon eine Wyvern. SB210, naja, komm mal, guck mal, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir die. Das ist natürlich für so einen Abfangjäger, der für hohe Höhen, ist auch geil, für große Höhen konzipiert ist, natürlich extrem blöd, dass der so schnell beim Steigen an Geschwindigkeit verliert. Aber wie gesagt, vielleicht kann man durch die manuelle Motorsteuerung da noch ein bisschen was rausholen. So, die SB2C denke ich, werden wir nicht kriegen. Aber vielleicht doch. Schauen wir mal. Der stürzt sich runter, okay. Also 75 Schuss 30 mm, 400 Schuss 20 mm.
Das ist ein bisschen schade. Aber 475 Schuss sollten eigentlich reichen. Und man kann ja immer noch das Trennen zwischen kleinkalibrig und großkalibriger Munition. So. Ja, beim Anziehen verliert es auch wieder relativ schnell an Geschwindigkeit. Das war jetzt ein bisschen knapp. Okay, da hinten ist ein Spitfire. Jetzt versuchen wir mal wieder an Höhe zu gewinnen. Die Jagd 3 lässt uns zum Glück auch in Ruhe, die Spitfire auch. TF-10B. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde mal behaupten, wenn ihr euch eher an die leichteren Bomber haltet, seid ihr wahrscheinlich deutlich besser dran als an einen Jäger. Das Design von der Maschine finde ich auch echt spannend. Ich glaube, da hinten fliegt die T-18B. Muss ich ganz ehrlich, ich empfinde sie wirklich als ein bisschen sehr schwach auf der Brust gerade. Aber ich kann mich täuschen. Gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche hier einfach nur euch ein Bild zu zeichnen. Ihr wisst, ich bin nicht der große Flieger. So, die P51 versucht an Höhe zu gewinnen. Die Ki 43 genauso. Und da hinten ist die B18, glaube ich. Seht ihr den kleinen schwarzen Punkt hier da? Vielleicht, wenn wir hier um die rumfliegen, wenn die Ki 43 natürlich auf uns einzieht, haben wir ein Problem. Da ist eine Wyvern. Okay, Ki und P51 sind raus. Also weit genug weg. Ich glaube nicht, dass die uns gesehen hat. Die Wyvern ist, glaube ich, im Landeanflug. Nee, die Ki hat uns gesehen. Schade. Probier es jetzt einfach. Drauf gekackt, ob das jetzt ein Head-on wird oder nicht. Aber den Kampf werden wir nicht gewinnen. Oh, vielleicht doch. Schon mal gekrittet, das ist schon mal gut. Klappen raus. Oh ne, nicht in die Landung. Oh, stürzt ihr ab? LOL. Oh Gott. Ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Fahrwerk raus ist. Ah, wir haben keine Klappen mehr. Lul. Jetzt habe ich gerade völlig versehentlich sowohl das Fahrwerk als auch die Klappen rausgekloppt, ohne das wirklich zu sehen. Okay. Sieht mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch eine PE-8 und drei Feinflieger. Allerdings bräuchte ich, glaube ich, meine Klappen. Ah, okay, ich glaube, die Turnrate reicht so auch. Versuchen wir mal. Das Blöde ist, die P51 ist, glaube ich, noch drin. Und da die P51 noch drin ist, könnte uns das zum Verhängnis werden. Aber ich versuche jetzt mal vorne an die Wyvern da ranzukommen. Und die B18 müsste, glaube ich, auch noch. Ich habe jetzt nämlich nicht gesehen, dass die B18 irgendwie raus wäre. Aber schauen wir einfach mal. Da ist die B18. Kann sein, dass wir die noch kriegen können.
Genug Munition haben wir noch. Wenn ich mich jetzt nicht ganz doof anstelle. Und die Wyvern gleich nebendran. Na, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich mich jetzt nicht ganz dumm anstelle, dann sollten wir wenigstens einen von den beiden noch kriegen. Ich würde allerdings mich eher hinter der... Schade, dass die Wyvern hinten fliegt. So muss ich die B-18 jetzt irgendwie versuchen zu kriegen. Beziehungsweise ich versuche erstmal die Wyvern zu kriegen. Vielleicht... Weil irgendwie fühlt sich die Rollrate gar nicht mal so schlecht an. So, mal gucken, was passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Wyvern mich austarnen kann. Dafür habe ich nicht genug Ahnung vom Fliegen, aber ist mir egal. Ich versuche es jetzt einfach. Ja, die Wyvern ist zu schnell. Das habe ich mir gedacht. Und da ist die P-51. Austern dürfte die mich eigentlich... Vorsicht, mein Pilot kotzt gleich. Das ist natürlich geil. Ihr könnt natürlich turnen wie ein Weltmeister. Oh mein Gott, lol. Und dass ich im Flieger ungefähr der schlechteste Content-Creator im Flugzeug... Hat 3 Abschüsse und 1800 Punkte. Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist natürlich die Frage, was die Wyvern macht. Ich versuche sie mal zu erwischen. Vielleicht... Na, vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's. Schauen wir mal. Könnte hinhauen, könnte hinhauen. Au. Lass mich. Geh weg. Da vorne. Kommt auf mich zu. Boah, das nächste, vorletzte. Krittet. Hat die Kontrolle über das Heck verloren. Okay. Nee, geh weg. So, Maschinenkanone hat keine Munition mehr. Ja. Wie gut willst du sein? Raibun, ja. Okay, da hinten, okay. Jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir ganz schnell zurück zum Flugplatz kommen, irgendwie, hoffentlich. Das war jetzt am Ende, gebe ich zu, das war jetzt am Ende echt schlecht gemacht von mir, dass mich die... B-18 da so gekriegt hat. Das hätte ich nicht tun sollen. Das war ganz schlecht von mir. Schaffen wir das bis da hinten hin, bis zum Flugplatz? Ja, sollten wir eigentlich schaffen. Ich muss eh eine Bauchlandung machen, aber das ist wahrscheinlich mit der Maschine genauso gut wie mit einer ME-262 oder auch einer PE-8 oder so. Einfach hier auf den Dingern landen. Da mir sowieso schon ein Fahrwerk fehlt, brauche ich da gar nicht das andere mehr auszufahren. So. Die Spitfire an sich, damit werden wir ein Problem kriegen. Nee, werden wir nicht. Wir haben gewonnen. Oh Gott, das ist ja ein Highlight und wir haben überlebt. Lul. Ein Knaller. Ist ja ein Highlight. Guckt euch das an. 3050 Punkte, 5 zerstörte Luftziele. Was los? Ich bin hier das Ass, der Asse, Freunde. Ja. So. Also. Der ein oder andere wird jetzt sagen, du hattest Glück und alles Mögliche. Die Gegner waren jetzt auch nicht wirklich so gut und überhaupt und alles. Ja, aber besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Wir belassen das einfach dabei. Ich find's gut. Also, nein, ernsthaft. Ich glaube, anhand dieser Runde habt ihr schon ein bisschen was gesehen. Jetzt muss man halt eben auch dazu sagen,
wir hatten nicht wirklich die Luftkämpfe mit der Ki 43, das hätte vielleicht noch was werden können. Oder auch mit der P51. Aber ich denke, gerade hier bei der P51 hat man auch gesehen, dass der Turn, den man mit der BV 155 B1 machen kann, relativ schnell geht, auch wenn man keine Klappen mehr hat und somit dann auch tatsächlich ja, Gegner auch in geringer Höhe austurnen kann. Ganz ehrlich sage ich aber, die Steigrate scheint mir wirklich zu gering zu sein. Ich habe auch schon einige bei mir auf dem Discord gelesen, die irgendwie meinten, naja, das Ding soweit eigentlich ganz grundsolide, so kommt sie mir jetzt auch ehrlich gesagt vor. Aber wenn die im BR noch steigen sollte, weil 3,7 ist jetzt auch nicht so hoch, dann kriegt sie wohl ein klitzekleines Problem. Aber das könnt ihr deutlich besser beurteilen als ich. Ich glaube, ich war in der Runde ein bisschen Lucky Raibun, aber ist egal. Ihr habt das Ding jetzt gesehen. Ich wollte sie euch zeigen, weil ich finde sie halt eben einfach wirklich interessant. Die macht schon irgendwie Spaß, sich anzugucken. Sie ist vom Design her sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde es aber gut, dass sie im Battle Pass mit drin ist. Sie passt zum Motto Field Testing. Insofern, ja, glaube ich, macht ihr mit dem Ding, wenn ihr euch das Teil erspielt und auch selber spielen wollt, absolut nichts falsch. Bei Battle Pass Level 15, glaube ich. Nee, Quatsch. Wo ist es? Bei Level 9 sogar schon. Bei Battle Pass Level 9 bekommt ihr eine 12-Stunden-Pacht. Dann könnt ihr das Ding einfach mal selber testen. Ich finde, sie fliegt sich ganz gut, vor allen Dingen, was halt eben die Turnrate angeht. Rollrate, war jetzt so ein bisschen, wenn ihr die Geschwindigkeit habt, dann kommt mir die Rollrate deutlich günstiger vor. Die Munition 20 mm, 30 mm ist okay. Ja, die 75 Schuss für die 30 mm ist vielleicht ein bisschen wenig, aber das könnt auch ihr besser beurteilen. Ich bin halt eben einer, der braucht immer gerne viel Munition. Ihr habt es gesehen bei der B18. Aber ansonsten muss ich sagen, glaube ich, ist es ein sehr grundsolides Flugzeug. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Haut es mal gerne unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne auch ein Abo reinhauen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.